Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie Phoenix in einem Interview mit dem parlamentarischen Geschäftsführer Bernd Baumann eine klare Agenda verfolgt. Dass also von vornherein feststeht, welche Themen gesetzt werden sollen, welcher Frame etabliert werden soll, eigentlich relativ unabhängig davon, was Bernd Baumann sagt. Und dass das hier relativ offensichtlich wird, weil Bernd Baumann in einer Art und Weise antwortet, wie der Moderator es sich wahrscheinlich nicht gedacht hat. Sich eine Themenlenkung aus der Frage ergibt, die der Moderator nicht vorhergesehen hat. Der Moderator aber eigentlich kein richtiges Konzept hat und so vollkommen offensichtlich wird, ja, wie menschenverachtend, wie schäbig er hier seine Agenda verfolgen will, unabhängig davon, was Bernd Baumann Bewegendes sagt. Sie haben einen Frauenanteil von 13%. Das ist der mit Abstand geringste von allen Bundestagsfraktionen. Sind Sie zufrieden damit oder sagen Sie, es geht halt nicht anders? Es geht nicht anders, will ich nicht sagen, aber das ist halt bei der AfD so. Wir positionieren uns gegen den linksgrünen Mainstream. Auf den Straßen pfeift da ein harter Wind, wenn man Kandidat werden will. Da wird schon mal eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Ich hatte 3 Farbanschläge auf mein Haus, einen Brandanschlag. Meine Frau hat auch Angst. Ich bin ein bisschen robuster. Möglicherweise schreckt das die ein oder anderen Damen, sich dann so zu positionieren für uns, haben wir eh das Problem durch die Diabolisierung weitenteils, dass viele vom Rand zurufen, super, was ihr macht, aber wir können nicht in euren Kreis treten, weil wir haben Angst, wir sind Beamte, dann werden wir verfolgt, dann verlieren wir unseren Job, dann machen wir keine Karrieren mehr. Das ist ja flächendeckend in der Republik und trotzdem haben wir es ja geschafft, wieder über 10% zu landen. Das, was Sie jetzt geschildert haben, kommt in Einzelfällen vor, ist sicher auch zu verurteilen, ist aber doch nicht die Regel und ist doch nicht das Tagesgeschäft. Das kann doch nicht der Grund dafür sein, dass Sie so einen niedrigen Frauenanteil haben in Ihrer Partei und in der Fraktion. Ich sag Ihnen mal, jetzt in Hamburg haben wir Wahlkampf gehabt. Da hat der NDR bei uns angerufen. Er möchte eine Aufnahme machen von einem Wahlplakat der AfD, was da drauf steht. Er hat kein Unzerstörtes gefunden in Hamburg. Ob wir noch wissen, wo ein Unzerstörtes steht. Und wie die Plakate angegriffen werden, werden natürlich auch die Plakateaufsteller angegriffen. Da sind Leute im Krankenhaus, das ist wirklich ein harter Job. Die Antifa in Hamburg bringt Abertausende auf die Straße. Das ist ein brutaler Job. Es ist in weiten Teilen der Medien überhaupt nicht angekommen, was hier los ist in der Republik. Wir konnten nicht eine einzige Wahlkampfveranstaltung machen, weil die Wirte alle bedroht wurden sofort, sodass sie gesagt haben, würden wir gerne machen, können wir nicht. Nicht eine einzige Wahlveranstaltung im ganzen Bundesland Hamburg war möglich. Das ist Ihre Perspektive. Ich sag mal so, ich bin ja die letzten Wochen sehr aufmerksam auch durch dieses Berlin hier gegangen und immer wieder geguckt, auch in dem Bezirk und in dem Kiez, in dem ich wohne, und habe da ehrlich gesagt wenig zerstörte AfD-Plakate gesehen. Aber das hängen. In Berlin darf man sie ganz nach oben hängen, in Hamburg müssen sie auf den Boden stellen und da werden sie zerstört. Gut. Wir können das wahrscheinlich ewig weiter diskutieren, weil ich bin nach wie vor. Die Fakten. Ja. Bitte. Immer eine Frage der Perspektive auch. Der Daten, der Fakten. Er will immer streiten. Das ist immer wieder spannend mit Ihnen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der ausschlaggebende Grund dafür ist. Das findet ja nur alle 4 Jahre für eine Bundestagswahl statt. Irgendwie das, was Sie jetzt beschrieben haben. Landtagswahlen sind für alle 4 bis 5 Jahre. Ob das tatsächlich der Grund ist, warum so wenig Frauen irgendwie sich als Parlamentarierin bewerben. Weil die da sind, haben ja offensichtlich auch keine Angst. Sie müssen ja das sind die wenigen, die sozusagen keine Angst haben, die da irgendwie durchkommen. Sie müssen sich, bevor sie ins Parlament, in den Bundestag kommen, ja vorher positionieren. Da müssen sie in einem Ortsteil mal Bezirksvorstand werden und sich sozusagen in der Partei dann hochdienen, bekannt machen. Sie müssen sozusagen diese Ochsentour auch bei uns mittlerweile machen und da müssen sie auch raus auf die Stände und diese ganzen Dinge machen, und das ist wirklich für Frauen nicht schön. Aber der innerparteiliche Bewerbungsprozess, wenn ich irgendwo hin will, der findet ja innerparteilich statt und nicht auf Wahlkampfständen. Aber auf die Frauen, die sich zur Verfügung stellen, die bereit sind sozusagen in diesen Kreis zu treten, der ist begrenzt. Das ist wirklich ein großes Problem für uns. Gut. Nehmen wir so zur Kenntnis, Sie sind eine kleinere Fraktion, nach Fraktionsgröße jetzt Platz 5 statt 3, haben damit auch die Oppositionsführerschaft verloren in dieser Legislaturperiode. Also eine deutlich andere Ausgangslage als 2017. Sie sind allerdings, haben Sie ja gerade beschrieben, organisatorisch jetzt deutlich besser aufgestellt. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem, dass Sie jetzt nicht mehr die Ersten sein werden, die nach einem Kanzler reden beispielsweise? Vorher waren wir die Ersten, andere waren die Zweiten oder Dritten. Die stellen jetzt die Regierung, heißen FDP oder Grüne. Das ist kein gravierender Nachteil. Man kann auch dadurch aufsteigen und sich positionieren. Es geht um unsere Themen. Nicht wann wir reden, an welcher Stelle, sondern dass unsere Reden zu den Themen sind, die anderen nicht bespielen. Innere Sicherheit, Kriminalität, offene Grenzen, diese Energiewende-Politik, die sozusagen weite Teile der Bevölkerung stranguliert und der Industrie. Dass wir diese Themen bespielen, darauf kommt es an. Ob wir jetzt Erster oder Zweiter reden, du lieber Gott. Haben Sie jetzt aber auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, wenn Sie sagen, die anderen besprechen das und diskutieren das nicht?
Die anderen, unsere Themen sind sozusagen, wären keine Themen im Plenum, wenn wir nicht da wären. Und darauf kommt es an, dass diese Themen bespielt werden. Ich selbst habe beispielsweise die erste Rede zu Clans gehalten, 2018. Hat vorher nie ein Mensch gemacht im Bundestag, war kein Thema. Und solche Themen bespielen wir, das machen wir, das bringen wir zur Debatte als Einzige. Und das ist nicht so wichtig, ob das an erster, zweiter oder dritter Stelle in der Debattenablauf ist. Welche Themen wollen Sie denn setzen in der kommenden Legislaturperiode? Das sind die gleichen Kernthemen, die ungelöst sind. Das ist ja ein Dauerthema. Wenn Sie sozusagen auf die Zahlen gucken, es kommen immer noch beispielsweise, jetzt nur Thema Migration, 10.000 bis 15.000 jeden Monat über unsere Grenzen, größtenteils ohne Pass, aus Orient und Afrika. Das ist eine Großstadt im Jahr. Wir haben immer noch das Problem mit der Energiewende. Ich selbst habe vor 10 Jahren mal eine Wärmepumpe mir eingebaut im Garten, um sozusagen nichts mehr zu verbrennen, kein Öl und Gas, weil das modern ist. Da kostete der Strom 17 Cent. Jetzt kostet er 34 Cent. Die Wärmepumpe ist ein Wahnsinn, das macht überhaupt keinen Sinn. Diese ganze Energiepolitik macht so keinen Sinn. Das ist ein zweites Thema, Klima, Energie und natürlich, wenn uns junge Leute am Stand begegnet sind, die sagen, wie kann ich meine Rente kriegen? Null- und Negativzins, das ist doch nicht möglich. Auch da haben wir Recht behalten, Euro und EZB und sozusagen ist knallt an die Wand gefahren. Das sind unsere Kernthemen nach wie vor. Wenn diese Defizite so deutlich da sind und die anderen das nicht hinreichend bearbeiten, warum haben Sie dann nicht deutlich besser abgeschnitten bei dieser Bundestagswahl, sondern sogar minimal verloren? 2,3% sind jetzt nicht die Welt, aber sind doch weniger als vor 4 Jahren. Woran hat das gelegen? Weil wir einfach diesen großen linksgrünen Mainstream gegen uns haben, teilweise in den Medien, großen Teil sogar, will jetzt nicht sozusagen, also hier jetzt, nicht, wir einzelne, auch, oder? Nicht einzelne Personen sozusagen, ich habe auch vernünftige Journalisten irgendwie kennengelernt, aber viele haben schon einen argen Bias, wenn sie über uns berichten. Das ist schon eine Einseitigkeit, wo mir manchmal sich die Haare kreuzen. Ich habe auch mal Journalismus gelernt. Darf ich mal ganz kurz, ich unterbreche Sie ja äußerst ungern, wie Sie wissen. Nein, aber wenn das stimmt mit diesem linksgrünen Mainstream oder wie auch immer Sie das nennen, wie erklären Sie denn dann bitte schön die Ergebnisse in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo Sie sehr gut abgeschnitten haben? Weil der müsste dann ja da auch wirken, wenn das so, weil es Mainstream, das Wort sagt es ja, gilt ja quasi überall. Also danke da müsste, für die Frage. Da müsste es ja genauso sein. Die Menschen da sind anders sozialisiert. Die haben eine ganz andere Kritik, die haben ganz anderes Misstrauen von vornherein. Die lesen keine Zeitung und gucken keine öffentlich-rechtlichen Medien. Die gucken die, aber die vertrauen denen nicht mehr, weil die schon mal öffentliche Medien kennengelernt haben in ihrer Vita, wo man zwischen den Zeilen lesen musste, wo schon mal manipulativ sozusagen berichtet wurde. Da sind die vorsichtiger, da ist der Einfluss der Massenmedien sozusagen begrenzter. Das ist ganz klar die Sache. Ich muss noch mal sagen, es gibt auch vernünftige Journalisten, auch selbst im Öffentlich-Rechtlichen, habe ich immer wieder kennengelernt. Aber ich habe auch oft einen starken Bias sozusagen entgegengenommen. Und Ihre Frage war ja unsere Wahlergebnisse. Wenn die Leute wirklich wüssten, was unsere Ziele sind und wie wir sind, dann hätten wir wahrscheinlich bessere Ergebnisse. Ja, aber das übertragen wir 1:1, wenn wir im Bundestag übertragen. Irgendwie, da wird gar nichts dran gemacht, sondern das ist wirklich ungekürzt, ungeschönt. Das machen Sie. Da war keiner einen Finger dran. Also dass man kann das schon alles sehr genau gucken. Das meine ich nicht, das kann man gucken. Aber auch da gucken die Leute das online sich an. Ich habe jetzt im Wahlkampf bei Hamburg 1, sind alle Spitzenkandidaten sozusagen interviewt worden nacheinander. Und da hat der grüne Spitzenkandidat 500 Leute, die sich auf YouTube angeguckt haben. Die anderen haben so zwischen 100 und 400. Und der Kandidat der AfD, Bernd Baumann, hat fast 140.000. Da sehen Sie, wie die Leute suchen im Netz sozusagen nach Reden, nach Originalen, nach sozusagen authentischen Grundlagen, wie der Wahlkampf sozusagen funktioniert. Ja, ich glaube, bei YouTube lassen Sie die Gegenreden zu Ihren Reden im Bundestag sagt dann auch immer weg, ne? Das machen die Leute selber. Die klicken, was Sie als AfD posten und publishen, irgendwie sind ja normalerweise die Gegenreden nicht dabei, sondern ausschließlich die Reden Ihrer Abgeordneten. Alle Abgeordneten aller Fraktionen posten ihre Reden. Ja. Und die werden für sich von den Lesern aufgerufen, von den Zuschauern, und die gucken sich an, was sie interessiert und was nicht. Ja, aber ist immer eine Rede für sich. Es gibt auch bei CDU und FDP Reden auf YouTube keine Zusammenschnitte verschiedener gegnerischer Reden. Ja. Das entscheidet eben der Wähler selbst. Gegenargumente wollen die dann auch nicht hören. Die haben sie in Öffentlich-Rechtlichen genug und in anderen Leitmedien. Na, dann gleicht es sich ja doch aus. Dann ist ja doch nicht so schlimm mit dem nicht Mainstream. Nicht ganz. Es gleicht sich nicht ganz aus und das sind die fehlenden 2%. Hochinteressante Erklärung, Herr Baumann. Das ist natürlich nicht die einzige Erklärung. Es kam noch dazu, dass praktisch CDU und SPD jetzt Kopf an Kopf gewesen sind und viele Konservative sich gedacht haben, bevor das Land ganz unter die Räuber gerät, will ich lieber nochmal die CDU, damit sie sozusagen nicht ganz untergeht. Das kann natürlich auch noch ein Grund gewesen sein, warum die eine oder andere Stimme, die früher AfD gewählt hat, jetzt nochmal CDU widerwillig mit zusammengebissenen Zähnen CDU gewählt hat. Wie war der Ablauf des Interviews? In den nicht gezeigten Passagen ging es relativ moderat und eigentlich fast schon langweilig los. Der Moderator hatte sich aber noch was vorgenommen. Und das merkt man jetzt.
Es müssen anscheinend, das ist anscheinend eine Vorgabe, die die Leute, ich weiß nicht, ob sie das direkt gesagt bekommen oder ob sie einfach wissen, dass sie das umzusetzen haben, es müssen negative Frames etabliert werden. Und wie macht man das? Indem man bestimmte Dinge hervorhebt und das in den Mittelpunkt stellt. Der Moderator stellt jetzt die Frage nach dem Frauenanteil und geht davon aus, dass Bernd Baumann da eigentlich nichts Vernünftiges antworten kann. Sie haben einen Frauenanteil von 13%. Das ist der mit Abstand geringste von allen Bundestagsfraktionen. Sind Sie zufrieden damit oder sagen Sie, es geht halt nicht anders? Es ist, denke ich, tatsächlich so, dass Frauen allgemein etwas weniger Politik interessiert sind. Das heißt nicht, dass Frauen gar nicht Politik interessiert sind, aber der Anteil ist geringer. Das ist einfach so. Und das heißt noch lange nicht, dass man jetzt verallgemeinern darf und dass man alle Frauen in einen Topf wirft. Es gibt sehr viele Frauen, die sehr politikinteressiert sind, aber der Anteil an Männern, das sehe ich auch hier bei meinem Kanal, die sich für Politik interessieren, ist deutlich höher. Das ist einfach so. Das heißt, der Moderator geht jetzt davon aus, Baumann gibt eine Antwort in die Richtung und der Moderator kann ihn jetzt unter Druck setzen. Aber jetzt gibt Baumann eine Antwort, die der Moderator wahrscheinlich in der Art nicht eingeplant hat. Meine Frau hat auch Angst. Ich bin ein bisschen robuster. Möglicherweise schreckt das die ein oder anderen Damen, sich dann so zu positionieren für uns. Baumann schildert die Drangsalierungen, die die AfD in Hamburg erfährt. In Hamburg ist es wohl ganz besonders schlimm. Und er macht damit natürlich deutlich, sowas schreckt insbesondere Frauen ab. Und das ist natürlich nachvollziehbar und glaubwürdig. Und so argumentiert Baumann im Folgenden. Und jetzt wird deutlich, dass der Moderator das nicht hören will. Dass er also bestimmte Antworten schon vorher eingeplant hat und das ist eine Antwort, die er eigentlich nicht haben will. Und statt dass er das von Baumann einfach aufnimmt, probiert er es im Folgenden immer wieder wegzuschieben. Er behauptet mehr oder weniger direkt, was Baumann sagen würde, das würde ja gar nicht so stimmen, das wären ja nur Randerscheinungen und das wäre nicht der Grund für den geringen Frauenanteil. Es ist in weiten Teilen der Medien überhaupt nicht angekommen, was hier los ist in der Republik. Wir konnten nicht eine einzige Wahlkampfveranstaltung machen, weil die Wirte alle bedroht wurden sofort, sodass sie gesagt haben, würden wir gerne machen, können wir nicht. Nicht eine einzige Wahlveranstaltung im ganzen Bundesland Hamburg war möglich. Das ist Ihre Perspektive. Ich sag mal so, ich bin ja die letzten Wochen sehr aufmerksam auch durch dieses Berlin hier gegangen und immer wieder geguckt, auch in dem Bezirk und in dem Kiez, in dem ich wohne und habe da ehrlich gesagt wenig zerstörte AfD-Plakate gesehen. Aber in Berlin darf man sie ganz nach oben hängen, in Hamburg müssen sie auf den Boden stellen und da werden sie zerstört. Gut. Wir können das wahrscheinlich ewig weiter diskutieren, weil ich bin nach wie vor... Die Fakten. Ja. Bitte. Immer eine Frage der Perspektive auch. Daten, der Fakten. Er will immer mit mir streiten. Das ist immer wieder spannend mit Ihnen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der ausschlaggebende Grund dafür ist. Das findet ja nur alle 4 Jahre für eine Bundestagswahl statt. Irgendwie das, was Sie jetzt beschrieben haben. Landtagswahlen sind für alle 4 bis 5 Jahre. Ob das tatsächlich der Grund ist, warum so wenig Frauen irgendwie sich als Parlamentarierin bewerben. Er schiebt das weg. Und wenn man sich das mal vorstellt, es ist ja so, dass die AfD, dass die Leute Angst haben, aus ihren Berufen gedrängt zu werden. Dass viele Leute überhaupt nicht Mitglied werden wollen, aus dem Grund. Und dass natürlich die AfD das substanziell darunter leidet, weil natürlich Arbeit muss gemacht werden in der Partei. Und wenn viele Leute gar nicht Mitglied werden wollen, dann leidet die Partei darunter. Und das sind eigentlich Zustände, wie sie in einer Demokratie unhaltbar sind. Das ist ein riesiger Skandal. Und der größte Skandal ist, dass dieser Moderator sich dafür überhaupt nicht interessiert. Diese ganzen Benachteiligungen mit den Berufen und der Gewalt, das schiebt er einfach weg, das interessiert ihn überhaupt nicht. Sondern er kommt auf den Frauenanteil zu sprechen. Eigentlich eine banale Nebensache. Das ist vollkommen sekundär im Vergleich zu der Frage, ob Leute nicht in eine Partei eintreten können, weil sie Angst haben, Gewalt ausgesetzt zu sein oder aus ihren Berufen gedrängt zu werden. Was hier auch deutlich wird, ist, dass der Moderator überhaupt nicht überrascht ist. Dass er das alles genau weiß. Weil wenn er das nicht wüsste, dann müsste er überrascht sein, dann müsste er sagen, oh, ist das wirklich so? Erzählen Sie mal, das ist ja schlimm, das ist ja ein Skandal. Aber er ist nicht überrascht, er möchte es klein halten, er möchte es abwimmeln. Man merkt ganz klar hier, er hat die Agenda, darüber soll nicht gesprochen werden. Es ist auch so, danach wird die AfD nie gefragt, das wird in Pressekonferenzen nie in den Mittelpunkt gerückt. Das rücken die Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen von sich aus nicht in den Mittelpunkt. Und auch hier, er weiß es ganz genau, dass es so ist und er probiert es abzuwimmeln. Und das ist natürlich eine klare Verletzung des Programmauftrags. Es wird hier umso deutlicher, umso mehr Bernd Baumann schlüssigerweise darauf beharrt, es sind die Daten und Fakten und der Moderator immer wieder spricht, nee, es ist nicht so schlimm, es ist gar nicht so wichtig. Und Baumann aber immer wieder sagt, es ist so. Und der Moderator dann auch versucht abzulenken, in Berlin ist es ja nicht so. Baumann hat aber von Hamburg geredet, nicht von Berlin.
Und die Frage stellt sich, warum lenkt der Moderator jetzt ab und sagt, das ist ja, bei mir ist es jetzt ja nicht so schlimm. Und weil es bei mir nicht so schlimm ist, ist es ja unwichtig, was in Hamburg ist. So in der Art und Weise. Baumann möchte verbindlich bleiben und den Journalisten nicht verprellen. Was aus meiner Sicht ein Fehler ist. Weil er dadurch, dass er sich darauf einlässt, dass es ein bisschen lustig ist und man jetzt auch das Thema wechseln kann, spielt er selbst die Bedeutung des Ganzen herunter. Was ja Ziel des Moderators ist. Indem er sagt, ja, das ist nicht so wichtig und jetzt wechseln wir das Thema. Wenn jetzt Baumann sich darauf einlässt und nicht protestiert, dann stimmt er dem ungewollt etwas zu. Natürlich stimmt er nicht dem bewusst zu, aber im Auge des Zuschauers ist es dann nicht so wichtig, weil, okay, jetzt streiten sie sich halt ein bisschen, Baumann hat es erzählt, aber naja, gut, so wichtig wird es dann auch nicht sein und jetzt wechseln sie ja das Thema. Es scheint jedenfalls Baumann nicht so wichtig zu sein, als dass er hier den Moderator dafür stellen will, dass dieser hier diese Vorfälle augenscheinlich herunterspielt. Jetzt Platz 5 statt 3, haben damit auch die Oppositionsführerschaft verloren in dieser Legislaturperiode. Der Moderator spult dann das ab, was man aus anderen Interviews bereits kennt. Die AfD sei abgerutscht, es sei alles nicht so gut und so weiter. Also auch er konstruiert hier einen Negativmoment für die AfD. Obwohl auch er natürlich ganz genau weiß, die AfD hatte die gesamte Medienlandschaft gegen sich und wurde beständig mit einem Extremismus-Frame überzogen, bis vor einem Vierteljahr. Und unter dem Hintergrund sind über 10% natürlich ein starkes Ergebnis. Weil ganz deutlich war, dass die Öffentlich-Rechtlichen, dass die anderen Parteien diese 10% nicht davon abbringen konnten, obwohl sie alles dafür gegeben haben. Und der Moderator weiß natürlich auch, dass die AfD innerparteilich zersetzt werden sollte in den letzten Jahren. Baumann nennt im Folgenden die Medien als Grund für das schlechte Ergebnis und sagt, die Medien, sie hätten einen linksgrünen Bias. Das ist etwas unklar, was damit gemeint ist. Was heißt es, einen linksgrünen Bias zu haben? Heißt es jetzt, die Meinung zu haben oder heißt es nur, die Meinung zu vertreten? Ja, aber das übertragen wir 1:1, wenn wir im Bundestag übertragen. Irgendwie, da wird gar nichts dran gemacht, sondern das ist wirklich ungekürzt, ungeschönt. Der Moderator testet im Folgenden, ob Baumann ihn stellen kann. Er sagt, ja, die ganzen Bundestagsreden, sie würden noch übertragen bei Phoenix. Er weiß natürlich ganz genau, Phoenix, das guckt nur eine Randgruppe der Gesellschaft. Das gucken die Politikinteressierten. Das guckt nicht die breite Masse. Die breite Masse bekommt meistens Fragmente mit. In den Werbepausen von Fußballspielen, wenn das Heute-Journal oder wenn irgendwelche anderen Nachrichten laufen oder sie zwischendurch mal einschalten. Das weiß der Moderator. Er möchte testen, ob Baumann ihn stellen kann, ob Baumann das abrufen kann. Der Moderator weiß natürlich auch, dass er hier eine gezielte Themenlenkung betreibt gegen die AfD. Dass er versucht, bestimmte Dinge auszusparen und bestimmte Dinge hervorzuheben. Und dann fragt er aber auch scheinheilig nach, haben wir hier auch einen linksgrünen Bias? 2,3% sind jetzt nicht die Welt, aber sind doch weniger als vor 4 Jahren. Woran hat das gelegen? Weil wir einfach diesen großen linksgrünen Mainstream gegen uns haben, teilweise in den Medien, großen Teil sogar, will jetzt nicht sozusagen. Also hier jetzt, nicht wir auch, oder? Nicht einzelne Personen sozusagen. Ich habe auch vernünftige Journalisten irgendwie kennengelernt, aber viele haben schon einen argen Bias, wenn sie über uns berichten. Und tatsächlich, Baumann kann ihn nicht richtig stellen. Er bleibt verbindlich. Er sagt, die Medien haben einen linksgrünen Bias. Aber er stellt den Moderator hier nicht für das, was er gemacht hat. Das ist natürlich auch schwer. Man muss das natürlich in Echtzeit alles auffassen. Für mich ist es im Nachhinein natürlich leichter, wenn ich die Fragen Stück für Stück analysieren kann. Aber der Moderator wollte jetzt sozusagen wissen, schafft es Baumann jetzt, hier mich zu stellen? Hier meine Täuschung offenzulegen. Und Baumann konnte aber nur allgemein bleiben und konnte sagen, die Medien haben insgesamt einen linksgrünen Bias. Es gibt aber auch vernünftige Leute. Aber der Moderator konnte jetzt hier leider nicht gestellt werden. Aber weil es auch generell ein Problem ist, aus meiner Sicht von Baumann, aber auch von vielen anderen Konservativen, dass sie verbindlich sein wollen zu den Leuten, dass sie ja, sich gut stellen wollen. Dass sie so keine so Krawallos sind, die in die Konfrontation gehen, wie es die Grünen machen. Dabei würde sich das positiv auswirken. Genau wenn sie in die Konfrontation gehen, wenn sie ganz klar die Grenzen aufzeigen, wir lassen uns das nicht bieten. Noch am ehesten, wie es Alsweidel macht. Weil diese Leute leider so funktionieren, dass sie die Grenzen austesten. Dass sie immer umso weiter gehen, wenn man ihnen keinen Einhalt gebietet. Also wenn Baumann ihn jetzt hier nicht unnett zu ihm ist, ihn machen lässt, ihn nicht stellt, dann gehen diese Leute immer weiter. Und sie gehen genau so weit, bis sie die Grenze bekommen. Das heißt, wenn man jetzt ihnen hart entgegentritt, also hart nicht im Ton, sondern in der Sache, in den Argumenten, sie hier bloßstellt und blamiert, dann sind sie beim nächsten Mal netter und vorsichtiger.
Und vor allen Dingen rennen sie dann auch den Frame rein. Die wollen doch nicht in den Frame reinrennen, unfair gegenüber der AfD zu sein, wenn die sich beschweren. Wenn er sich aber nicht beschwert, wenn er freundlich ist, wenn er probiert, sich gut zu stellen, dann sehen die Medien, dann sehen diese Linken, sie können machen, was sie wollen. Es geht dann noch weiter, dass Baumann die hohen YouTube-Klicks der AfD erwähnt. Wodurch er natürlich deutlich macht, die AfD wird in öffentlich-rechtlichen Medien benachteiligt, sie werden selten gezeigt, das macht er indirekt deutlich. Deswegen gucken die ganzen Leute bei YouTube AfD, weil es eben die Originaltöne nicht gibt in den öffentlich-rechtlichen. Und es ist auch hier interessant, der Moderator, er versucht es runterzuspielen oder er beleidigt indirekt die Zuschauer. Ich glaube, bei YouTube lassen sie die Gegenreden zu ihren Reden im Bundestag dann auch immer weg, ne? Aber Gegenargumente wollen die dann auch nicht hören. Die haben sie in öffentlich-rechtlichen genug und in anderen Leitmedien. Na, dann gleicht es sich ja doch aus, dann ist ja doch nicht so schlimm mit dem Mainstream. Nicht ganz. Die Leute können ja bei YouTube AfD gucken, dann ist ja nicht so schlimm, wenn sie bei den öffentlich-rechtlichen nicht gezeigt werden. Das geht relativ klar aus seiner Aussage hervor. Das heißt, der Moderator weiß hier auch ganz genau, die AfD wird in öffentlich-rechtlichen benachteiligt. Es läuft systematisch eine Kampagne gegen die AfD. Und er versucht es jetzt hier auch nur klein zu reden und beleidigt dabei noch die ganzen Zuschauer. Baumann kann ihn hier auch nicht ganz stellen. Er sagt, es gleicht sich nicht ganz aus. Stattdessen hätte er sagen müssen, der Meinungsbildungsprozess in Deutschland ist komplett gestört. Aber das traut er sich natürlich nicht, weil er die Beweise nicht so richtig hat. Aber dazu ist ja auch dieser Kanal hier da, um das eben klar zu dokumentieren, dass der Meinungsbildungsprozess gestört ist. Dass das kein normales Interview ist, sondern dass das einfach bestimmte Framings gesetzt werden sollen, die negativ sind für die AfD, um die Leute negativ gegen die AfD einzustellen. Die schlimmen Dinge, die Baumann geschildert hat, werden einfach als unwichtig dargestellt. Und das Perfide ist, das funktioniert auch zu einem gewissen Grad. Indem der Moderator suggeriert, es ist unwichtig, wird es für die Leute unwichtig. Natürlich denken dann die Leute vielleicht darüber nach, das ist ja eigentlich ein Skandal und das ist ja eigentlich, das berührt mich negativ. Aber wenn alle Leute sagen, das ist unwichtig, das ist nicht wichtig, der Frauenanteil ist wichtig, dann wirkt sich das auf die Psyche aus. Weil es alle sagen, ist es dann so. Dann ist der Frauenanteil plötzlich wichtiger, als dass Leute sich nicht trauen, die AfD einzutreten. So funktionieren die Mitläufer, so funktioniert die breite Masse. Deswegen erst dann, wenn die AfD es selbst empört in den Mittelpunkt stellen. Was aber Leute in der AfD nicht gern wollen. Sie wollen sich nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern sie fragen sich dann, ist es ausgewogen? Ich möchte mich nicht so in den Vordergrund stellen. Ich möchte nicht so unverschämt sein. Das sind eigentlich positive Eigenschaften. Aber genau diese Eigenschaften werden gnadenlos ausgenutzt von den Linken für ihre Propaganda. Und aus diesem Grund darf man aus meiner Sicht nie auch nur einen Millimeter zurückweichen. Das ist wie, wenn man mit dem Ellbogen weggedrängt wird. Und man darf sich nicht mit dem Ellbogen wegdrängen lassen. Und freundlich zu demjenigen sein, der einen mit dem Ellbogen wegschubst. Am Ende wird noch deutlich, wie verhängnisvoll der Auftritt von Jörg Meuthen bei der Pressekonferenz war. Durch diesen Streit kann der Moderator auch wieder darüber reden und hat ein Alibi dafür, dass er das in den Mittelpunkt stellt. Und dadurch geraten natürlich andere Dinge in den Hintergrund. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!